Hauptstadt. Und damit heiße ich Sie, Norbert Okenga. Herzlich willkommen zum letzten Programm unserer Ice Speedway Woche hier auf Eurosport. Die Weltmeisterschaft scheint eine russische Angelegenheit zu sein. Zwei Tabellenführer. Die beiden ersten kommen beide aus Russland. Kirill Dragalin, ein 38-Jähriger aus Moskau, führt die Gesamtwertung an mit 126 Zählern. Sein Verfolger ist Europameister Wladimir Fadejew, hier rechts im Bild neben Alexander Maskowka, 108 Zähler auf seinem Konto. Aus Österreich Franz Zorn im Gespräch mit seinem Motorentuner Klaus Lausch auf Rang 3, 98 Punkte. Und Vyacheslav Nikolin aus Leutkirch im Allgäu, 93 Zähler. Auch er hat noch theoretische Chancen, hier in Berlin die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Denn es sind noch zwei Grand Prix, die auszufahren sind, über jeweils 20 Qualifying Heats und 4 Finalläufe. Der Sieger eines jeden Grand Prix, der kriegt 25 Weltmeisterschaftszähler. Der zweite 20, der dritte 18 und der vierte 16. Das heißt also inklusive Nikolin haben noch alle vier an der Spitze Chancen, die Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden. Auch wenn natürlich Kirill Dragalin, der Titelverteidiger, der zweifache Weltmeister aus Moskau, aus dem Rennstall des Lismar-Leuchtenteams und von Jürgen Baumgarten aus Neuhof in Mecklenburg-Vorpommern, die besten Chancen hat, in diesem Jahr seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Alexander Balaschow ist nur Zuschauer nach einer Schulterverletzung in Assen. Er wird ersetzt von dem Mann mit der Nummer 17 von Jürgen Liebmann aus Albaching in Oberbayern. Einem jener, ein Mitglied jeder Mannschaft aus Deutschland, die sich mit einem Sieg in Berlin-Hohenschönhausen zu Saisonbeginn so sensationell in Szene gesetzt hat bei der Qualifikation fürs Team-WM-Finale. Ich hatte in Assen sehr viele Schwierigkeiten mit meinen Motorrädern. Ein Motor ist kaputt gegangen, dann ist die Kupplung gebrochen, schließlich hat das Getriebe noch verrückt gespielt. Jetzt habe ich meine Technik wieder entrümpelt hier für Berlin. Und im Training ist gut gelaufen. Wir haben alles angestimmt. Motoren sind sehr schnell, muss ich sagen. Selber habe ich leichte Probleme, weil ich habe vier Wirbel gestaucht gehabt von Russland und bin jetzt zu spät zur Massage gekommen. Aber ich hoffe, dass ich beim Rennen keine Probleme habe. Franz Zorn, der 30-Jährige aus Saalfelden in Österreich, trifft auf Antti Aho in diesem sechsten Lauf, mit dem wir unsere Zusammenarbeit beginnen. Antti Aho aus Finnland mit der Nummer 14 im roten Helmüberzug. Neben ihm starten wird Jürgen Liebmann mit dem blauen Helm und der Shootingstar Vitali Kromitsiewicz aus Russland. Ganz außen Franz Zorn, der theoretisch noch Weltmeister werden kann, aber sein Ziel realistisch vor dieser Veranstaltung ist, den Vizetitel einzufahren, respektive ihn erfolgreich zu verteidigen. Letztes Jahr in Assen wurde er schon Vize-Weltmeister hinter Kirill Dragalin. Und hier verpasst er den Start vollkommen bei seinem ersten Auftritt. Antti Aho geht in Führung vor Vitali Kromitsiewicz und Jürgen Liebmann, der sich innen am Russen zu schaffen macht. Aho, Kromitsiewicz im Infight um die erste Position. Jürgen Liebmann ist Dritter, gerät aber schon unter Druck von Franz Zorn, der auch hier noch mit seiner Reservemaschine ausrücken muss, nicht mit dem neuen Motorrad unterwegs war. Das nämlich bei einem Sturz in Krasnogorsk nachhaltig verbogen wurde. Und bei einem Sturz in Saransk, bei der zweiten Grand Prix-Veranstaltung, wurde dann Franz Zorn selbst nachhaltig verbogen. Das waren die vier gestauchten Rückenwirbel, von denen er gerade sprach im Interview. Zwei direkt im Nacken, zwei weiter unten im Rücken. Der hat diese Verletzung ein wenig verschleppt, der hat sie mitgenommen nach Assen, hat sich erst nach Assen behandeln lassen von seinem Physiotherapeuten daheim in Österreich und läuft erst jetzt hier körperlich zu voller bester Fitness auf. Ist schon auf Position 2 hinter Vitali Kromitsiewicz und bereitet einen Angriff vor auf den 22-Jährigen aus Kamensk in der Uralgegend und auf der letzten Kurve. Ausgangs derselben, da realisiert Franz Zorn die ersten drei Wertungspunkte, zwei für Vitali Kromitsiewicz und einen für Antti Aho. Zorn beginnt seinen letzten Auftritt in diesem Jahr in Berlin, so wie er ihn beginnen muss, um noch theoretisch in die WM eingreifen zu können. Drei Punkte aus dem ersten Qualifikationslauf und das trotz dieses
leider sehr durchwachsenen Start. Also wie ich schon gesagt habe, es sind russische Verhältnisse, das Eis war wie Beton und da ist man zweimal als Hinterradl durchgegangen. Sondrej Kromicevic 2, HK 1, so geht die WM, das WM-Finale des Herausforderers los. Ola Westlund, Jari Album aus Finnland, Maxim Baraboschkin und Per-Olof Serenius von außen nach innen des Line-Up für Lauf 8. Husa Serenius, auch er hat eine Verletzung aus Russland verschleppt, einen ausgekugelten linken Ellenbogen. Hier zum ersten Mal bei einem Einzel-Grand Prix wieder voll fit nach erfolgreicher Behandlung durch den Teamarzt des schwedischen Eishockey-Nationalteams. Und Serenius setzt sich in Führung, Maxim Baraboschkin mit der Nummer 8 an zweiter Position. Ola Westlund hat Jari Album die dritte Stelle in der ersten Kurve abgeknöpft. Und Maxim Baraboschkin, der unerschrockene Russe, Crashkönig in diesem Jahr bislang, hat sich einige massive Ausflüge schon geleistet. Ist mit einer gehörigen Portion Furchtlosigkeit gesegnet, lässt sich hier auch nicht vom 53-jährigen Routinier Pusa Serenius aus Jefle weiter beeindrucken. Serenius dreht den Spieß wieder um, übernimmt von Baraboschkin die Führung. Ola Westlund auf Rang 3, Jari Album wirkt in diesem Jahr nicht sonderlich gut sortiert über die ganze Saison hinweg gesehen. Auch hier schon wieder abgeschlagen an vierter Stelle. Serenius führt Baraboschkin, Westlund, Album. Wir sind in Lauf 8 am ersten Tag hier in Berlin-Wilmersdorf. Damit betreibt Pusa Serenius Wiedergutmachung für das eher ernüchternde Team-WM-Finale aus Helsinki, wo er ja nicht sonderlich gut zurechtkam mit der schwedischen Mannschaft insgesamt, sich den Österreichern, den Deutschen und natürlich den Russen geschlagen geben musste. Hier also 3 Punkte zur Eröffnung für Pusa Serenius zur Begeisterung der schwedischen Fans. Tabellenführer in Blau, Kirill Dragalin, kommt jetzt ans Band gegen seinen ärgsten Verfolger, gegen Wladimir Fadejew in Weiß. Maxim Baraboschkin sorgt wieder für Unruhe und Antiarko ganz außen, der Schnellstarter aus Finnland, der 21-jährige Zimmermann, komplettiert das Aufgebot. Fadejew muss ja hier in beiden großen Preisen vor Dragalin einlaufen, um seinen Stallgefährten und Stallrivalen noch überholen zu können. Und er wird den Grundstein dafür auf jeden Fall schon legen wollen in diesen Qualifikationsläufen. Setzt sich auch in Führung vor Kirill Dragalin, der unter Druck gerät von Antiarko, aber den jungen Finnen auf die dritte Stelle weisen kann. Und jetzt beginnt natürlich so ein bisschen das psychologische Moment, wenn Wladimir Fadejew, der zweifache Weltmeister, der Europameister und der Sieger vom Master of Spikes in Berlin-Hohenschönhausen, dieser traditionellen Hallenveranstaltung zur Saisonbeginn, wenn dieser Wladimir Fadejew also gleich mal demonstrieren kann, wer hier in Wilmersdorf Herr im Hause ist, dann ist das zumindest für die Psyche von ihm gut und vielleicht für die Psyche vom relativ kühl wirkenden Kirill Dragalin relativ schlecht. Die einzige Chance für Fadejew, Dragalin überhaupt noch abzufangen, ist hier, seinen Landsmann aus Moskau in die Schranken zu weisen. Und er tut das von Anfang an. Fadejew, der 43-Jährige aus Dalnygorsk im fernen Sibirien, Motocross-Jugendtrainer im Hauptberuf, ansonsten Eisspeedway-Profi, genauso wie Kirill Dragalin. Sieht die Schwarz-Weiß-Geräteflagge als erster, 3 Punkte für ihn. Und damit hat er Schritt 1 seiner Mission in Richtung eines möglichen WM-Titels schon einmal unternommen. Er gewinnt vor Kirill Dragalin und der Psychoterror kann beginnen. Da sind wir schon vor Lauf 16 der Entscheidung über die Fahrer, die ins A-Finale einziehen können und dann bei einem Sieg im A-Finale jene 25 WM-Punkte am zweiten Platz 20, dann 18 und 16 kassieren können. Franz Zorn und Dragalin brauchen beide so viele Punkte wie möglich, um ins A-Finale einzuziehen. Dragalin innen, Zorn zweiter von rechts und Zorn erneut mit einem mäßigen Start, reiht sich erneut als letzter ein hinter Dragalin, hinter Alexander Maskowka mit der 15 und Pusa Serenius, der innen zu einer Attacke ansetzt, aber zunächst noch einmal zurückstecken muss. Dragalin in Führung vor Serenius und Franz Zorn ist schon Dritter. Geht auf der Stadt hier gerade auch
vorbei an Pusa Serenius. Der hält zwar innen dagegen, kann aber nichts ausrichten gegen den Österreicher, der sich jetzt schon an die Fersen heftet von Kirill Dragalin. Dragalin in Front, Franz Zorn auf Platz 2. Das reicht beiden, um ins A-Finale einzuziehen. Da braucht jetzt keiner mehr großartig was riskieren, großartig die Maschine in allzu waghalsige Manöver hineinmanövrieren. Trotzdem versucht Frankie Zorn es hier, als in die letzte Runde hineingeht, die Führung zu übernehmen, und er schafft es. Franz Zorn geht in Front, vorbei an Kirill Dragalin, der neue Spitzenreiter in diesem 16. Qualifikationslauf in Berlin am ersten Veranstaltungstage beim WM-Finale. Franz Zorn aus Saalfelden in Österreich. Dann trifft er eine Bodenwelle, trifft er eine Spurrille, die er nicht gesehen hat, weil sie von Schnee, von Eisabrieb überdeckt war, und so kommt Kirill Dragalin doch noch wieder vorbei auf den letzten Metern. Dragalin gewinnt vor Franz Zorn und Pusa Serenius. Nochmal die Zeitlupe. Eine Runde später, eine knappe Dreiviertelrunde später jetzt. Eingangs der Startzielgeraden. Da kommt die Rut, da kommt die Spurrille im Eis, die überdeckt war und die Franz Zorn den Sieg in diesem Qualifying-Lauf gekostet hat. Zurück in Berlin beim WM-Finale der Eisspeedway-Weltmeisterschaft 2001 mit Maxim Baraboschkin, dem Crashkönig dieses Jahres. Keiner ist so oft hingefallen wie der Russe. Ich hatte wirklich sehr viele Unfälle. Die meisten sind mir in westeuropäischen Stadien passiert, weil ich da mit dem Eis nicht sonderlich gut klarkam. Dieser allerdings, der seitliche Aufschwung bei 100 km/h, den Reiter vielleicht vom Voltigieren her kennen, der passierte in Saransk. Und aus Assen bin ich zurückgekommen mit einer schweren Prellung meines Brustkorbes. Ich hoffe, dass ich hier in Berlin heil über die Runden komme. Heat 17, die Herausforderung für Maxim Baraboschkin. Den Mann mit der Nummer 8 im blauen Helmüberzug. Crasher Boschkin, wie wir ihn mittlerweile getauft haben, tritt an gegen Antonin Zlatowski Junior. Ganz innen Alexander Maskovka, den 49-jährigen Superbike-Profi aus Saransk. Und gegen Jürgen Liebmann, der hier wieder das neue Vision-Aggregat einsetzt. Das Klaus Lausch, sein Motorentuner, nebenbei auch der Motorentuner von Franz Zorn übrigens, entwickelt hat für diese Saison. Franz Zorn wollte die Vision noch nicht fahren. Klaus Lausch setzt sie hier ein. Und kommt wie schon in Assenblenden damit zurecht. Geht in Führung und erneut geht es schief für Maxim Baraboschkin da hinten. Dem ist der Platz ausgegangen beim Umlegen der Maschine in die Kurve hinein. Kollidierte er mit einem Konkurrenten und rodelte im weiten Bogen in die Strohballen, die hier als Streckensicherung aufgebaut sind. Muss man ihn zunächst einmal wieder suchen. Maxim Baraboschkin, der sich berappelt nach seinem, ich glaube es war der 11. Unfall in der laufenden Saison. Da wird ihm der Raum zu eng zwischen Antonin Zlatowski Junior innen und dem in Führung liegenden Jürgen Liebmann aus Albaching auf der Außenbahn. Wladimir Lumpow eilt ihm da zur Hilfe. Der Mann aus dem Rennstall von Alexander Balaschow, der normalerweise auch hätte fahren wollen, der im letzten Jahr die meisten Stürze fabriziert hat in der WM und diesmal zuschauen muss nach einem, Sie haben es fast erraten, Sturz beim russischen Meisterschaftsfinale in Schadrinsk, wo er sich ein Schlüsselbein brach. Deswegen also Wladimir Lumpow nicht dabei in der Weltmeisterschaft, als passiver Begleiter, als Betreuer von seinem Freund Maxim Baraboschkin, der in die Bresche springt als Unfallfahrer des Jahres, jeden Titel übernimmt, den Wladimir Lumpow in der letzten Saison innehatte. Baraboschkin darf wieder starten wegen des Unfallortes in der ersten Kurve, da gibt es eine Ausnahmeregelung und diesmal kommt Jürgen Liebmann nicht so gut aus den Bändern, ist nur Dritter. Zlatowski in Front vor Maskovka. Dann Jürgen Liebmann und Maxim Baraboschkin, der da ganz innen sich überhaupt nicht weiter beeindruckt zeigt von seinem Abgang und schon mal die zweite Position aufgeschnupft hat. Vorbeigegangen an Liebmann und auch an Alexander Maskovka. Und jetzt schon zur Jagd bläst auf Antonin Zlatowski Junior, den 21-jährigen Tschechen, der mit so viel Karacho in diesem Jahr in die WM eingestiegen ist, den Sohn von Antonin Zlatowski Senior. Selbst eine Eisspeedway-Legende aus Tschechien, damals als es noch den eisernen Vorhang gab. Und jetzt macht sein Sohn es ihm nach. Klabo Junior in Front, Maxim Baraboschkin erneut in Schwierigkeiten da hinten, kann die Maschine aber abfangen und Alexander Maskovka kommt heran, versucht eine Attacke zu reiten auf den wilden Russen. Baraboschkin muss aber zunächst einmal zurückstecken. Baraboschkin ist noch Zweiter, und Jürgen Liebmann mischt da noch fleißig mit, ist vorbeigegangen an Maskovka. Jürgen Liebmann, der neue Drittplatzierte beim Rausfahren in Richtung der Startzielgerade, um Haaresbreite verpasst der 30-jährige Deutsche den zweiten Platz hinter Zlatowski Junior. Zlatowski Junior gewinnt in diesem spektakulären Rennen
zelebriert das mit einer spektakulären Einlage. Und auf Platz 2 Crashkönig Maxim Baraboschkin vor Jürgen Liebmann und Alexander Maskowka. Der Stand nach den Qualifikationsläufen, sowohl Vjatoslav Nikulin als auch Franz Zorn haben ihr Minimalziel erreicht und auch Wladimir Fadejev. Alle drei treffen im A-Finale des samstäglichen vorletzten Weltmeisterschaftslaufes auf Tabellenführer Kirill Dragalin. Wir beginnen zunächst einmal mit dem D-Finale. Ola Westlund, Jari Alböhm, Alexander Maskowka, der massiv abgebaut hat in dieser Saison, und Jürgen Liebmann, der in Führung geht von der Innenbahn. Jürgen Liebmann bei seinem vorletzten Auftritt in der Weltmeisterschaft in diesem Jahr auf dem Weg noch einmal zu zeigen, dass er unter Wert geschlagen wurde bei den ersten Rennen in Russland, als er mental etwas gehemmt an die ganze Sache herangegangen ist. Dass er auch unter Wert geschlagen ist beim Finale der deutschen Meisterschaft am Vorabend dieses großen Preises. Da wurde er nur Fünfter nach einem Sturz in seinem allerersten Heat. Aber hat er zu viel gewollt, zu viel riskiert und mit einem Crash seine Ambitionen auf den deutschen Meistertitel zunichte gemacht. Den holte stattdessen Vjatoslav Nikulin in einem spannenden Finale gegen den Schlechinger Günther Bauer. Nikulin ist zwar Russe, fährt aber mit deutscher Lizenz und wohnt in Leutkirch im Allgäu. Jetzt Jürgen Liebmann allerdings auf dem Weg zu einem letzten Erfolg. Einen vorletzten Erfolg hoffen wir, denn morgen kommt ja noch eine Veranstaltung mit 20 Läufen und 4 Finals. Und jetzt Jürgen Liebmann im D-Finale in Führung vor Alexander Maskowka, dem Mann, der in Saransk zu Saisonbeginn oder in Krasnogorsk zu Saisonbeginn in Russland noch einen Grand Prix hätte gewinnen können. Und den hält Jürgen Liebmann hier jetzt in Schach. Jürgen Liebmann also gewinnt dieses D-Finale vor Alexander Maskowka. Maskowka hatte 7, damit hat er jetzt 11. Das C-Finale sieht wiederum Maxim Baraboschkin. Er ist wieder für Unterhaltung gesorgt. Er trifft auf Valery Perzev, auf Pusa Serenius und auf Juri Polikarpov, der nach einem Unfall in der schwedischen Liga, als ihm seine Lenker ins Auge geflogen ist, mit einem blauen Auge daherkommt und seiner Reputation als Boxer, die er wegen seiner eigenwilligen Gesichtszüge ohnehin schon hat, damit noch mehr Nachdruck. Juri Polikarpov, Herr Olof Serenius, Maxim Baraboschkin. Die vier Fahrer im C-Finale. Von ganz außen, da ist es der Mann in Gelb, da ist es Juri Polikarpov, der sich an die Spitze setzt vor Valery Perzev. Polikarpov gehört auch zum Lisma JB German Oil Rennstall, ebenso wie Maskowka und die beiden H-Finalisten Fadejev und Dragalin. Polikarpov führt hier vor Perzev in diesem C-Finale, der zweifache Europameister. Auch er von Stürzen geplagt zu Saisonbeginn, ist in Saransk beim zweiten Rennen des Jahres sogar aus dem Rettungswagen getürmt, weil er gemerkt hat, dass da noch einiges geht, dass er nicht so schwer verletzt ist, wie das zunächst einmal den Anschein hatte. Und hier, da gerät ihm die Lisma-Maschine beinahe außer Kontrolle. Schauen Sie hin beim Einlenken in die Kurve, wie das Motorrad hoppelt und über das Eis rüberstottert, rüberrumpelt. Das sind normalerweise Polikarpov-Bedingungen. Darauf stimmt dieser Mann sein Federbein in der Maschine ab. Das, was Sie jetzt gleich wieder sehen werden, das sehr, sehr unruhige Fahrverhalten am Kurveneingang. Da kann der bullige Polikarpov seine ganze Kraft ausspielen und damit dieses C-Finale gewinnen vor Valery Perzev. Alle warten aufs A-Finale. Zunächst kommt noch der Endlauf B mit Vitali Kromicevic, mit Antonin Klatowski ganz innen hier im Bild. Antti Aako neben ihm, Valery Ivanov, dem jüngsten der Brüder Juri und Sergei Ivanov, und Vitali Kromicevic, dem 22-Jährigen aus dem Ural, ganz außen in Gelb losfliegt. Klatowski war ja ebenfalls der Überraschungsmann vom Saisonauftakt in Krasnogorsk nördlich von Moskau. Hat dann aber auch diese Leistung nicht konservieren können. Hat aber zumindest mal auf sich aufmerksam gemacht für die Jahre, die dann noch kommen für den 21-Jährigen. Ist mit der Nummer 1 hier an zweiter Position hinter Vitali Kromicevic, einen weiteren Youngster. Und vor Antti Aako und Valery Ivanov. Kromicevic in Front. Klatowski zweiter, Aako mit der Nummer 14 auf Rang 3.
Das ist womöglich die Zukunft des Eisspeedway-Sports. Drei Twents, ein 22-Jähriger vor zwei 21-Jährigen hier in Berlin. Und jetzt versucht Klatowski Junior eine Attacke auf den führenden Vitali Kromicevic. Er ein Werksfahrer für ein russisches Industrieunternehmen, für die Aluminium-Holding aus dem Ural, aus Kamensk. Und dann gleiten ihm die Dinge und er reißt sowohl sich als auch Kromicevic mit ins Verderben. Da ist Antonin Klatowski mit dem Vorderrad an die Hinterradabdeckung von Kromicevic gekommen. Ein spektakulärer Abflug. Noch einmal in der Zeitlupe. Achten Sie auf die Nummer 1 da über eine Bodenwelle. Das Motorrad wurde instabil und dann kollidieren die beiden und purzeln ebenfalls im hohen Bogen in die Strohballen. Nichts passiert. Antonin Klatowski Junior auf dem Weg zurück ins Fahrerlager. Als Abbruchverursacher dieses Rennens allerdings disqualifiziert. Damit nur noch drei Leute beim Rerun. Antiako, Valery Ivanov und Vitali Kromicevic von innen nach außen. Antiako erwischt den besten Start, geht in Front. Marco liegt in Führung vor Ivanov und Kromicevic. Kromicevic vorbeigegangen an Ivanov, der neue Zweitplatzierte, hinter Antiako, dem 21-jährigen Zimmermann aus Finnland, dessen Vater Erki schon ein sehr bekannter Eisspeedway-Pilot war. Antiako, trotz seiner erst 21 Jahre, ist er schon in seiner sechsten Saison unterwegs. Fährt ganz außen, da wo das Eis noch am besten ist, wo noch am wenigsten Spurrillen wiederzufinden sind, auf dieser typisch europäisch layouteten Bahn. Im Hintergrund ein Crash vom Mann in Gelb von Kromicevic. Alleine unbedrängt an zweiter Stelle fahren. Der erwischt da so eine Eisspeedway-Spurrille. Im ersten Unfall mit Klatowski hat der mein Hinterrad berührt. Wahrscheinlich ist er nicht so ein guter technischer Fahrer, wie wir wussten. Beim zweiten Rennen hatte ich dann nicht mein eigenes Motorrad zur Verfügung, musste mir eins leihen von Valery Perzev. Und da hat das Spike-Layout nicht so meinem Geschmack entsprochen, deswegen habe ich die Kontrolle. Diesmal fehlt also Kromicevic, der uns da gerade seinen Unfall erklärt hat. Und es geht nur noch zwischen Akko und Valery Ivanov. In diesem B-Finale darum, wer den siebten Platz in diesem ersten großen Preis von Berlin innehaben wird. Akko versucht innen auf dem schlechteren Eis gegenzuhalten, gegen den besser gestarteten Valery Ivanov und muss sich hinter dem zunächst einmal einreihen. Valery Ivanov in Führung vor Antiako im B-Finale des ersten Tages des Eisspeedway-WM-Finals in Berlin. Akko muss jetzt die riskantere, unebenere Linie wählen, wenn er eine Chance haben will, dann auch an Valery Ivanov vorbeizukommen. Und das lag dem Finnen bislang in seiner Karriere noch nicht so gut. Er braucht gutes Eis. Da fehlt ihm noch ein bisschen die Erfahrung im Umgang mit der rauen Oberfläche. Aber trotzdem kommt er hier auf Schlagdistanz, setzt sich innen neben Valery Ivanov, als es in die letzte Runde hineingeht. Aber Ivanov scheint mehr Motorleistung zur Verfügung zu haben als der Mann, dessen Maschinen von Veljo Tuorniemi vorbereitet werden, als Antiako. Er kommt noch einmal innen längsseits, aber der Schlusssport geht an Valery Ivanov. Valery Ivanov damit Siebter am ersten Veranstaltungstag in Berlin. Antiako einen Platz dahinter. Und jetzt gilt es für die großen vier. Jetzt gilt es für Vyacheslav Nikulin in Blau. Jetzt gilt es für Kirill Dragalin in Weiß, für Franz Zorn in Gelb und für Wladimir Fadeev den Grundstein zu legen für einen möglichen Weltmeisterschaftsgewinn oder auch für eine günstige Platzierung unter den ersten drei in der WM-Wertung. Der amtierende Weltmeister Kirill Dragalin führt ja in der Gesamtwertung vor Wladimir Fadeev, vor Franz Zorn und vor Vyacheslav Nikulin, der zu Saisonbeginn auf dem harten russischen Eis einige Schwierigkeiten hatte und hier auf den anderen, anders layouteten Strecken in Europa mit längeren Geraden und engeren Kurven besser zurande kommt als auf den geschwungenen Ovalen in Russland. Alles so technische Sachen, da wird mit dem Reifendruck zum Beispiel oder mit dem Spike-Layout operiert, je nach Kunsteis,
und Natureis. Hier also Kunsteis, und das liegt Slava Nikulin und auch Franz Zorn besser als das russische Eis. Und darum gehen die beiden hier in Führung. Zorn in Front vor Slava Nikulin. Nur auf Platz 3. Kirill Dragalin und Wladimir Fadejev presst sich innen vorbei an Vyacheslav Nikulin. Und Dragalin übernimmt die Spitze von Zorn. Dragalin auf Weltmeisterschaftskurs. Franz Zorn muss dagegenhalten, wenn er noch was ausrichten will. Franz Zorn muss diesen Spieß wieder umdrehen. Ebenso wie Wladimir Fadejev, der an Zorn vorbeigeht. Und auch an Dragalin. Zwei auf eines streicht. Der neue Spitzenreiter ist der WM-Zweite. Der neue Spitzenreiter ist Europameister Wladimir Fadejev aus Dalnygorsk. Hat da in einem Aufwasch sowohl Kirill Dragalin als auch Franz Zorn aufschnupfen können. Vyacheslav Nikulin ist am Schwanz des Feldes abgeschlagen, kann sich da in diesen Kampf um die Spitze nicht mehr einmischen. Und damit erhält zumindest Wladimir Fadejev seine WM-Chancen, kassiert die 25 Punkte für den Grand Prix-Sieg und hat damit 133 auf seinem Konto. Dragalin stockt sein Konto um 20 auf und ist damit auf 146. Und die beiden haben noch Chancen hier untereinander um die Weltmeisterschaft zu rangeln im letzten Grand Prix der Saison. Währenddessen dahinter jetzt Franz Zorn auf Platz 3 mit 116 Zählern keine Titelchance mehr hat, aber aufpassen muss auf Vyacheslav Nikulin, der mit 109 Punkten den Österreicher noch durchaus vom dritten Platz verdrängen kann. Im Finale nicht zu halten. Ja, die Bedingungen waren heute wieder ganz anders. Das war ein russisches Eis, habe ich festgestellt. Der Fadejev hat schon gelacht. Das waren leider russische Bedingungen und sie waren verdammt schnell. Ja. Du warst ja gut dabei, aber mit diesem dritten Platz, Fadejev Erster, ist der Vize-WM-Titel kaum noch anzupeilen, oder? Ja, ich habe schon gesagt, wir sind dreimal gestürzt in Russland. Also ich bin total zufrieden auf den Stockhallplatz. Wir haben alles möglich gemacht. Wir haben die Motoren alle ausgebogen, die Motoren und alles haben wir so gut wie möglich hingekriegt. Mein Team war 1A und jetzt schauen wir morgen vielleicht den Stockhallplatz. Sind wir total zufrieden. Ja, meine Probleme waren... Kirill Dragalin, der Weltmeister in Spee. Ich war nur Vierter nach dem Start, konnte mir dann aber die Spitze schnappen. Aber ich hatte drei sehr starke Fahrer gegen mich. Nach zwei oder drei Runden hatte ich das Gefühl, dass mit dem Eis irgendwas nicht mehr so hingehaut hat. Ich musste etwas Geschwindigkeit rausnehmen und deswegen ist Fadejev an mir vorbeigekommen. Das ist genau die Sache. Wie ordnen die Fahrer die 180 Bikes im Vorderrad an? Wie ordnen sie im Hinterrad an die 200? Wladimir Fadejev ist da ein Experte. Ich bin natürlich zufrieden, dass ich Erster geworden bin in diesem Finale. Die Technik hat hundertprozentig funktioniert. Die Abstimmung war auch ideal für die Eisverhältnisse, die ich hier vorgefunden habe. Und ich hoffe, dass ich gegen Kirill Dragalin vielleicht noch was ausrichten kann. Dragalin 146, Fadejev 133. Die Chance ist noch theoretisch da, aber da muss schon Dragalin was passieren. Da darf er nicht ins A-Finale kommen beim letzten Grand Prix der Saison am Sonntag hier in Berlin. Zorn und Nikulin, die beiden raufen wohl realistisch betrachtet nur noch um die dritte Position. Fadejev dürfte mindestens Vize-Weltmeister, vielleicht sogar noch eine Chance auf den Weltmeistertitel haben. Deutsche Jürgen Liebmann ist 15. Markus Gabor aus Österreich auf Rang 16. Mit der Ausgangslage geht es in den achten und letzten Grand Prix der Saison. Die letzten Vorbereitungen vor dem großen Endlauf im Fahrerlager von Berlin-Wilmersdorf. Franz Zorn mental gerüstet gegen den nachdrängenden Vyacheslav Nikulin. Juri Podikapov arbeitete da so noch an seiner Kette, bevor es dann zum ersten Rennen auf die Bahn geht, wo gleich mal Franz Zorn ans Band rollt. In Weiß gegen Vitali Tomicevic, gegen Ola Westlund aus Schweden und gegen Vyacheslav Nikulin, der sich mittlerweile auf der Innenbahn vorgenommen hat, hier noch irgendwie den dritten Platz in der WM-Wertung einzunehmen. Das geht nur, wenn er dauerhaft vor Franz Zorn einhergeht. Sowohl Nikulin als auch Zorn müssen unbedingt ins A-Finale kommen.
Zorn und Nikolin machen das Beste aus der Situation. Zorn geht in Führung. Nikolin versucht innen mit Überschuss aus seinem GM-Motor, der einzige Nicht-Java-Pilot im Feld, vorbeizugehen. Aber muss sich hinter Franz Zorn an zweiter Stelle einreihen. Und auch Vitali Kromitschewitsch macht dem Wahldeutschen aus Vladivostok das Leben noch schwer. Das hat er zumindest mal Kromitschewitsch abschütteln können. Zorn liegt in Führung vor Vyacheslav Nikulin, der am Samstagabend nach dem Grand Prix wertvolle Tipps zur Fahrlinie und zur Wahl des Startplatzes von seinem Idol Sergei Kasakov, dem Ex-Weltmeister, bekommen hat hier in Berlin. Kasakov war der Entdecker von Slavoj Nikulin. Man hat sich des Russen angenommen. Kasakov fährt ja auch selbst wieder, debütierte beim Master of Spikes. Man hat sich hier so effektiv in Nikulin hineinversetzen können, dass der auf den letzten Metern dieses Rennen gegen Franz Zorn noch umbiegen kann. Nikulin gewinnt vor Franz Zorn. Kromitschewitsch ein Punkt, Ola Westlund geht leer aus. Jürgen Liebmann rollt im nächsten Lauf ans Band, der Mann, der denselben Motortuner hat, wie der hier gerade so knapp geschlagene Franz Zorn. Klaus Lausch aus Bayern, aber er fährt das Vision-Aggregat von Klaus Lausch, während Franz Zorn noch mit dem zwar weiterentwickelten, aber dennoch üblichen Java-Motor unterwegs. Liebmann ganz innen, Maskowka neben ihm, Perzev und Polikarpov, und Liebmann mit einem Blitzstart in Führung gegangen, der 30-Jährige vor Juri Polikarpov, der sich da an zweiter Stelle einreihen muss, hinter Jürgen Liebmann, der sich hier auf einer möglichst hohen Note noch einmal von Ihnen, von den Eurosport-Zuschauern aus der WM 2001 verabschieden möchte. Jürgen Liebmann führt in diesem Rennen vor dem zweifachen Europameister Juri Polikarpov, der unter Druck gerät von Valery Perzev mit der Nummer 13. Ein mächtiger Kampf da um die zweite Position. Dazu schieren die beiden fast einander. Und Valery Perzev nutzt das kurze Zurückstecken von Juri Polikarpov, die zweite Position zu übernehmen. Aber ist nicht dran an Jürgen Liebmann. Der Kfz-Mechaniker aus Albach in Oberbayern touchiert da die Streckenbegrenzung und reißt sich dabei eine Fußraste ab. Und dadurch verliert er die Führung, ein bisschen zu weit nach außen getragen, unter Druck von Valery Perzev. Der Mann, der Maxim Baraboschkin sein Motorrad lieh nach dessen Crash. Dadurch gewinnt Valery Perzev vor Jürgen Liebmann, der solchermaßen gehandicapt keine Chance gegen den Russen gehabt hat. Jürgen in Führung vor drei Russen, waren die nicht zu halten auf vier Runden? Ja, sie wären zum Halten gewesen, aber ich bin zu weit rausgekommen und bin mit Fußrast und Strohbein hängen geblieben, da ist mir der Fußrast abgebrochen. Das war das Problem und dann habe ich keine Balance in der Kurve mehr gehabt. Sonst hätte sie mit Sicherheit gehalten, die drei Runden noch, also die eure Runde noch. Da ist die Szene, schauen Sie hin, er touchiert die Ballen und jetzt gleich schaut er runter und sieht, da fehlt die Raste, da fehlt das Teil, wo ich meinen linken Fuß abschützen kann zum Balancehalten in den Kurven. Und damit war er chancenlos, sowohl gegen Valery Perzev als auch gegen Alexander Maskowka, und verliert damit die Führung in diesem achten Durchgang. Vyacheslav Nikulin, immer noch das Ziel, WM-Dritter vor Augen. Weltmeister ist er noch nie gewesen, der 30-Jährige. Der Publikumsliebling, der mit seinen spektakulären Einlagen so viele Freunde gewonnen hat. Als Herausforderer früher der alten, damals im kommunistischen Rot noch fahrenden Russen, kam er auf die Szene. Ist er nach Deutschland übergewechselt, weil er Ärger mit dem russischen Verband hatte. Galt immer als Top-Talent, als potenzieller Nachfolger damals von Juri Iwanow und Alexander Balaschow. Aber zum großen Durchbruch hat es noch nicht gereicht, bis jetzt auch in diesem Jahr nicht. Hier liegt er an zweiter Stelle hinter Maxim Baraboschkin. Wird er nicht allzu viel riskieren, weiß natürlich auch um die Haut drauf und Schlussattacken von Maxim Baraboschkin. Bevor da was passiert bei dem außer Kontrolle geratenen Russen, da wird Nikulin lieber etwas zurückstecken und hier den zweiten Platz mitnehmen, wenn es sich denn nicht anders einrichten lässt, um sicher ins A-Finale beim großen Endlauf, beim großen finalen Aufeinandertreffen über die letzten vier Runden der Saison 2001 auf jeden Fall dabei zu sein. Und vielleicht noch in Richtung des dritten Platzes schielen zu können, den momentan Franz Zorn innehat. Baraboschkin
hält den Druck von Nicolin, so gerade eben stand. Antiaco wird Dritter in diesem Lauf. Und zwar büßt Nicolin damit einen eigentlich einkalkulierten Punkt ein. Aber das tut ihm nicht sonderlich weh. Er gratuliert Maxi Baraboschkin auch fair, denn er ist momentan auf dem sicheren Weg ins A-Finale und damit absolut in seine Planzone. Weltmeister und Vize-Weltmeister treffen aufeinander. Zorn ganz innen, Dragalin links von ihm, dann Klatowski und ganz außen Alexander Maskovka. Der immer traurig wirkende, dabei doch eigentlich so gutmütige Mann aus Saransk, 49 Jahre alt. Der seine gute Form vom Saisonbeginn nicht konservieren konnte über die komplette Grand Prix-Serie hinweg. Zorn und Dragalin, die beiden, auf die wir in diesem Rennen achten sollen. Zorn erwischt den besseren Start, als er den zweiten Gang hineintritt. Mit dem linken Fuß geht in Führung in die erste Kurve hinein. Aber Dragalin wechselt die Linie und kommt dennoch nicht am Saalfelden da vorbei. Ist sogar noch außen in Gefahr, die zweite Stelle zu verlieren gegen Alexander Maskovka. Der hält sich da wacker, der Routinier auf Schlagdistanz. Jetzt ist Dragalin auf der Innenbahn und ist vorbei. Dragalin übernimmt die Spitze von Franz Zorn. Alexander Maskovka da hinten schaut sich das Ganze aus der Logenposition an. Das Duell zwischen Weltmeister und Vize-Weltmeister. Das Duell zwischen dem wahrscheinlich neuen Weltmeister Kirill Dragalin und dem Mann, der zumindest schon mal die Herausforderung, Weltmeister zu werden, hat abhaken müssen nach dem samstäglichen großen Preis. Franz Zorn an zweiter Stelle. Der schaut sich um, sieht, dass mittlerweile Klatowski vorbeigegangen ist an Maskovka. Weiß aber auch, dass da keine Gefahr mehr droht. Hält an der zweiten Stelle fest hinter Kirill Dragalin, dem 38-jährigen Mann aus Moskau, der die schwarz-weiß karierte Zielflagge als erster kassiert. Damit ist Kirill Dragalin ebenso im A-Finale dabei, wie auch Franz Frankie Zorn. Das heißt, Dragalin ist damit schon Weltmeister, denn der Einzug ins A-Finale reicht eben dazu. Die Titelentscheidung ist gefallen. Der Mann in Weiß kann schon mal gedanklich den Champagner entkorken. Kirill Dragalin, mindestens 16 Punkte wird er mitnehmen, selbst dann, wenn er im A-Finale ausfallen sollte. Das A-Finale hat er erreicht und damit reichen ihm die 16 sicheren Punkte auf jeden Fall, um die Tabellenführung nicht mehr an Wladimir Fadejev abgeben zu können. Jetzt kann Dragalin unbefreit auffahren und reiht sich dennoch nur an zweiter Stelle hinter Maxim Baraboschkin ein in diesem 19. und vorletzten Qualifikationslauf. Baraboschkin führt vom neuen und alten Weltmeister, der ihn jetzt innen von der Spitze verdrängt, um seinen Titel möglichst stilvoll zu feiern. Weltmeister Dragalin, der neue Führende ist Weltmeister Dragalin. Während hinter ihm Maxim Baraboschkin sich wieder einmal in Schwierigkeiten manövriert und nur um Haaresbreite sein schlingerndes Rodeo-Motorrad noch abfangen kann. Dragalin, der Weltmeister, führt Maxim Baraboschkin Zweiter. Valery Perzev macht sich zu schaffen an Crasher Boschkin und der geht vorbei an Dragalin. Dragalin hat die beiden Russen hinter sich ausgemacht und sah da Unheil größeren Ausmaßes auf ihn zukommen, ließ den beiden clever mitdenken den Fortschritt und da geht's schon los. Da geht's schon los, das, was Dragalin geahnt hat. Ein Tête-à-Tête zwischen den beiden und eine Kurve später endet es für Baraboschkin in den Strohballen. Untersteuernd von der Strecke gerutscht. Baraboschkin, Crash Nummer 13 in diesem Jahr. Auch da müssen sie ihn erst wieder suchen, aber er kommt unverletzt aus diesem Chaos heraus. Valery Perzev und Maxim Baraboschkin geben da Kirill Dragalins Entscheidung im Nachhinein recht, auf jeden Fall die beiden Heißsporne ziehen zu lassen, sich da in nichts verwickeln zu lassen. Denn sobald die beiden am führenden Weltmeister Dragalin vorbei waren, sind sie sich erst einmal herzhaft gegenseitig ins Motorrad gefahren. Und Maxim Baraboschkin mit ramponiertem Helm auf dem Weg zurück ins Fahrerlager. Einmal mehr unbeachtet. Hier noch einmal die Szene. Dragalin ist gerade überholt worden und bumm. Die erste Kollision zwischen den beiden. Baraboschkin lenkt da Perzev ins Motorrad und dann rumpelt er untersteuernd, findet keinen Grip auf dem Vorderrad. Mit Schmackes hinaus von der Eisbahn. Nicolin Fadejev, Weltmeister Dragalin und Zorn, sie alle sind im A-Finale dabei. Und es gibt jetzt eine ganz besondere Situation. Wenn Nicolin dieses A-Finale gewinnt und Franz Zorn Letzter wird, dann hätte Vyacheslav Nicolin die Chance genutzt, den zweiten Platz
dritten Platz in der Weltmeisterschaft zu haben. Aber nur unter der Voraussetzung geht es, nur unter der Voraussetzung. Nicolin gewinnt und Zorn wird letzter im A-Finale. Gibt Nicolin den Österreicher noch vom dritten Platz. Wir machen einen Sprung, das D-Finale zeigen wir Ihnen diesmal nicht, wegen andauernder Hochdramatik. Markus Skabraus, der 21-jährige Österreicher aus Tirol, hat es gewonnen vor Maskovka, unterstreicht damit auch sein Top-Talent, was in seinen 2,5 Jahren aktiver Karriere aufgeblitzt ist. Also Markus Skabraus gewinnt in Berlin das letzte D-Finale des Jahres, verabschiedet sich mit einem gezogenen Hut aus der Weltmeisterschaft und im C-Finale, da will jetzt Jürgen Liebmann im weißen Helm überzug. Zweiter von außen ziehen wird nicht gleich. Er trifft auf Maraboschkin, oha oha, auf Perzep und auf Klatowski. Liebmann kommt sehr gut aus dem Starter, kriegt er die Power aus dem Motor von Klaus Lausch optimal über die Kupplung aufs Hinterrad transportiert. Jürgen Liebmann führt bei seinem letzten Auftritt in der Weltmeisterschaft 2001 in diesem C-Finale. Klatowski in Rot an zweiter Position, hinter ihm die beiden russischen Heißsporne Perzev und Baraboschkin, der gerade eben in diesem Unfall verwickelt gewesen sind. Und Jürgen Liebmann in Führung. Hängt Antonin Klatowski das scheinbar ohne größere Mühe ab? Das ist eine ganz, ganz starke Leistung vom 30-jährigen Oberbayern. Gebürtig aus dem Allgäu, Vater eines Kindes, mit seinem Vision-Lausch-Motor unterwegs. Denn dieser Klatowski hat ja mächtig aufgestuhlt beim ersten Grand Prix des Jahres in Moskau. Und jetzt muss er sich hier hinter Jürgen Liebmann einreihen, der zu Beginn des Jahres nicht so gut sortiert war. Aber hier jetzt das C-Finale in Berlin gewinnt und sich darüber mit seinen Fans zurecht freut. Jürgen Liebmann gewinnt seinen letzten Auftritt in der Weltmeisterschaft 2001. Ist damit Neunter in der Gesamtwertung. Das ist das beste Resultat, was der 30-Jährige in seiner WM-Karriere bis jetzt erreicht hat. Jürgen Liebmann also nach diesem Sieg WM-Neunter. Damit geht's ins WM-Finale. Nächstes Mal der Endlauf B, Polikarpov, Arko, Romicevic und Ivanov. Dabei Ausbahn Polikarpov, Arko, Romicevic, Ivanov. Ein junger Finne gegen einen Haufen erfahrener Russen. Aber der junge Finne macht zunächst einmal das Beste daraus. Antiarko sticht in Führung. Vor Polikarpov, der sich gegen Krumicevic durchsetzen muss. Valery Ivanov zurzeit nur auf der letzten Stelle. Antiarko. Der Mann mit dem kugelrunden Gesicht. Immer freundlich lächelt im Fahrerlager, hat sich die Haare abrasiert, nachdem er zur Saisonbeginn noch voller Haarpracht beim Master auf Spikes aufgelaufen war. Liegt hier in Führung. Hat keine Mühe scheinbar, die russischen gefürchteten Eis-Cowboys hinter sich zu halten. Juri Polikarpov auf Position 2. Dahinter versucht Ivanov vergeblich an Krumicevic heranzukommen. Macht aber mehr und mehr Meter gut im Verlauf der Renndistanz hier, während Antiarko scheinbar völlig unbeeindruckt seine Kreise zieht und sich mit einem Sieg aus der WM verabschiedet. Antiarko gewinnt das B-Finale, schiebt sich damit in der Gesamtwertung der Weltmeisterschaft auf die 9. Stelle vor. Perzev ist 10. Liebmann insgesamt. Aber das große A-Finale steht ja noch an zurzeit. Die große Entscheidung, in der Weltmeister Kirill Dragalin seinen Titel mit einem Sieg zelebrieren könnte, wenn da nicht der Kampf um die 3. Stelle noch toben würde, wenn nicht sowohl Nicolin als auch Zorn noch ihrerseits Avancen auf den Sieg im A-Finale anmelden würden. Wenn nämlich Zorn das A-Finale gewinnen sollte, dann könnte er mit Chance noch Vize-Weltmeister bleiben. Und wenn Nicolin das A-Finale gewinnt und Zorn gleichzeitig auf den 4. Platz einsegelt, dann wäre Nicolin WM-Dritter, hätte Franz Zorn von diesem 3. Rang hinuntergekippt. Das hat
Dev, momentan Tabellenzweiter, geschlagen bereits von Kirill Dragalin. Muss aber noch etwas fürchten, dass Franz Zorn von hinten kommt. Dev in Rot, ganz innen. Der alte und neue Weltmeister Kirill Dragalin in Blau neben ihm startet. Jaroslav Nikulin, der Mann, der noch Dritter werden möchte, in Weiß. Und Franz Zorn, der Mann, der noch Zweiter werden möchte, in Gelb. Und ganz außen losfahren. 25, 20, 18, 16, das ist die Ausgangslage. Dragalin führt mit 146 Punkten, Fadeev 133, Zorn 116 und Nikulin mit 109 Punkten knapp auf Schlagdistanz zu Zorn. Nikulin kommt als Bester aus dem Band. Nikulin geht in Führung, der Mann, der hier gewinnen muss. Wladimir Fadeev neben ihm, um seine zweite Position in der Endabrechnung zu verteidigen. Nikulin in Führung vor Fadeev. Dahinter ist Franz Zorn an dritter Stelle. Kirill Dragalin hält sich aus allem heraus. Wladimir Fadeev übernimmt die führende Position und setzt damit Vyacheslav Nikulin zunächst einmal in Zugzwang. Und auch Kirill Dragalin ist auf einmal da nach einem mäßigen ersten Durchgang. Jetzt also an zweiter Position im Infight mit Vyacheslav Nikulin. Und damit passiert im Moment mit Franz Zorn genau das, was nicht passieren darf. Der Österreicher ist Letzter. Der Österreicher ist Letzter in diesem Durchgang und ist schon einigermaßen abgeschlagen, scheint es mir. Wenn jetzt also Nikulin da wieder an Fadeev vorbeikommt, dann hat er das Unmögliche möglich gemacht. Ratsch da mit der Fußraste die Strohballen auf. Das darf er normalerweise nicht. Ist da ein bisschen zu weit nach außen gekommen, aber ist wieder vorbeigegangen in Führung. Nikulin ganz außen vorbei in Führung. Nikulin schafft es. Nikulin ist Erster. Und damit ist Nikulin noch Dritter auf den letzten Runden. In der letzten Runde sogar, in der allerletzten Runde der WM 2001. Schnappt sich Vyacheslav Nikulin mit diesem hart erkämpften Sieg gegen Wladimir Fadeev noch die dritte Stelle. Relegiert den Österreicher Franz Zorn, der Letzter wurde in diesem letzten A-Finale des Jahres. Ganz, ganz knapp zurück auf die vierte Stelle. Oh, das ist bitter für Franz Zorn. Und das freut natürlich genauso Vyacheslav Nikulin und seine vielen, vielen deutschen Fans. Die kampfstarke Vorstellung von Nikulin, der hier zunächst einmal Zorn die Bahn abgesperrt hat, den Raum zugemacht hat und dann sich gegen Fadeev und gegen Dragalin in denkwürdiger Art und Weise hat durchsetzen können. Die beherzte Fahrweise wird belohnt mit dem dritten Endrang in der Weltmeisterschaft, auch wenn Kirill Dragalin sich wegen dieses Bildes hier mokiert. Zu Recht der Ansicht ist, man darf solch ein Rennen unter solchen Bedingungen nicht weiterfahren. Es hätte abgebrochen werden müssen und damit Nikulin als Abbruchverursacher ausgeschlossen werden müssen. Vitali Babaschow, der Mann in der Mitte, der Betreuer, Manager von Kirill Dragalin, streitet sich mit den Offiziellen. Nikulin ist in die Strohballen hineingefahren, hat die aufgerissen und auf die Bahn geworfen, den Inhalt davon. Das darf er laut den Regeln nicht. Er hätte ausgeschlossen werden müssen vom Finale. So ist das Regelbuch doch normalerweise vor. Dragalin, der neue Weltmeister vor Fadeev und Slava Nikulin, der davon profitiert, dass die Schiedsrichter das Ganze als einen Unfall in der letzten Rennrunde gesehen haben und deswegen von einem Abbruch abgesehen haben. Wie gestern zum Beispiel ich habe gestern Vorläufe alle Fahrer geschlagen und dann habe ein bisschen falsche Taktik gemacht wegen dem Startplatz. Und dann heute war ein bisschen andere Taktik und dann alles geklappt heute. Ne? Ich bin zufrieden, wenn ich Deutsche Meister gewonnen und doppelt zufrieden, wenn ich letzte Weltmeisterschaft gewonnen und ich habe geschafft, im letzten Lauf in Bronzemedaille gewinnen. Ich bin nicht sonderlich enttäuscht darüber, dass es hier nicht noch geklappt hat, den ersten Platz zu holen. Ich hatte einige technische Schwierigkeiten im Laufe der Saison, die ich mir selbst zuzuschreiben habe. Ich habe bewiesen, dass ich schnell genug bin zu gewinnen, aber es hat halt nicht immer alles zusammengepasst. Ich war ziemlich nervös, als ich hier angetreten bin zum letzten Rennen des Jahres. Aber ich war eigentlich doch tief im Inneren überzeugt davon, dass ich genug Punkte sammeln könnte, um mich fürs A-Finale zu qualifizieren. Und nach dem 19. Lauf, da war ich dann endgültig sicher, dass ich Weltmeister werde, da konnte ich einmal durchschnaufen und befreit aufatmen. Kirill Dragalin, der alte und neue Weltmeister, vor Wladimir Fadeev, vor Vyacheslav Nikulin, der von der Toleranz des Schiedsrichters hier lebt, der von seinem Einfühlungsvermögen, wie es im Fußball so schön heißt, Gebrauch gemacht hat, und Franz Zorn, WM 4. We'll be right back.
Weiter geht's mit unserer Ice Speedway Speedweek nach den Eröffnungs-Doppelschlagrunden.